stehen Sie zu einer Senkung des Wahlalters? Die Erfahrungen bei den Kommunalwahlen hier in NRW haben gezeigt, dass junge Menschen sehr verantwortungsvoll mit ihrem Wahlrecht umgehen. Gleichzeitig ist das Engagement der Friday for Future-Bewegung dieser jungen Menschen zielführend. Und wir erkennen da eine sehr große Motivation, sich in der Politik zu engagieren und einzubringen. Die Themen, die in der Politik wichtig sind und behandelt werden, wie Klimapolitik, betreffen die kommenden Generationen. Und dann ist es nur folgeschlüssig, dass sie auch das Wahlrecht in sämtlichen Wahlen erhalten. Ja, es freut mich, dass ich inzwischen sagen darf, dass ich es auch in den letzten 4 Jahren geschafft habe, da in meiner Partei was zu verändern. Und inzwischen stehen wir für das Wahlrecht ab 16. Und insofern bin ich dem sehr optimistisch eingestellt gegenüber und freue mich, dass es auch endlich die Position meiner Partei ist. Also wir als SPD sind dafür, das Wahlalter auf 16 Jahre zu reduzieren, weil wir der Meinung sind, dass wir heute so politisch interessierte und informierte Jugendliche haben, die auch durchaus das Recht haben sollten, über ihre Zukunft mitzubestimmen. Und wir wollen einmal das Wahlrecht auf Wahlalter senken, aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch Jugendparlamente finanziell unterstützen, um halt überhaupt Demokratie stärker, sag ich mal, ins Bewusstsein der Jugendlichen zu bringen. Und das geht halt nur durch eine vernünftige Beteiligung. Ich denke, wenn man geschäftsfähig ist mit 18 Jahren und sich dann ein Auto kaufen kann, dann sollte man das also mindestens gleichsetzen mit wählen dürfen. Wir haben ja schon auf kommunaler Ebene mit 16, weil man da nah dran ist, weil viele kommunale Themen auch direkt das Umfeld betreffen. Aber auf Landesebene machen es nur einige Länder. Die Erfahrungen haben wir noch nicht ausgewertet. Aber auf Bundesebene halte ich es eben nur dann für richtig, wenn man also auch geschäftstüchtig ist und mit 18 das dann wählen. Dann ist man das und dann kann man natürlich dann wählen. Aber ich freue mich über jedes Engagement von jungen Menschen, auch schon weit, weit vorher. Und jede Partei hat ja eine Jugendorganisation. Ich selber habe als Jugendlicher auch angefangen, mich zu engagieren. Das macht auch Spaß. Ja, wir als Linke sagen grundsätzlich, das Wahlalter sollte auf 16 Jahre herabgesetzt werden. Ich meine, das entbehrt jedweder Logik. Wir haben jetzt gerade erst ein Bundesverfassungsgerichtsurteil gehabt, wo die Klimafrage zum Beispiel aufgrund der Thematik, dass ja die nachfolgenden Generationen darunter zu leiden haben unter dem Klimaschutzgesetz, dass das kassiert worden ist. Und da entbehrt es für mich jedweder Logik, dass man da, wo es um die Jugendlichen und folgenden Generationen geht, nicht auch das Wahlalter herabsetzt, weil um die geht es letztendlich. Und junge Menschen sind wunderbar in der Lage, mitzubestimmen und sollten viel früher auch in die demokratischen Prozesse eingebunden werden. Eine Senkung des Wahlalters steht für mich außer Frage. Wir haben das Wahlalter von 18 Jahren, wo man vor dem Gesetz auch in allen anderen Dingen als erwachsen gilt, mündig in seiner Entscheidung und seiner Eigenverantwortung. Nach unserem Parteiprogramm der Basispartei wollen wir ausschließlich Direktkandidaten in den Bundestag wählen. Listenplätze abschaffen, unter anderem um zu verhindern, dass nicht gewählte Direktkandidaten über vordefinierte bzw. platzierte Listenplätze nicht trotzdem im Bundestag sitzen. Ich stehe nicht auf einen Landeslistenplatz. Wählt man mich nicht, gehöre ich auch nicht in den Bundestag. Oder nicht wie jetzt man seine Stimme abgibt und die nächsten 5 Jahre nichts mehr von dem Kandidaten hört. Vorstellbar wäre allerdings für mich eine theoretische Vorbereitung auf die Wahl mit 16 Jahren, um mit 18 dann die Eigenverantwortung zu dieser Wahl übernehmen zu können. Das ist ja auch eine Riesenverantwortung, eine Entscheidung, die man treffen muss, die über 5 Jahre getroffen wird. Und da wäre ich mit offenem Ohr dabei, wenn man eine Möglichkeit in Betracht zieht, wo man quasi ab 16 schon so eine Vorbereitung und oder eine Einarbeitung zu seinem Wahlalter mit 18 herbeiführen könnte.